Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem Medikamentencheck. Der Medikamentencheck soll Ihnen dienen, dass Sie sich eine eigene informierte Meinung über bestimmte Medikamente bilden. Vor kurzem habe ich mal einen Beitrag über Antidepressiva bei Schmerzen gemacht. Heute geht es um eine andere Medikamentengruppe, die man auch oft bei Schmerzen nimmt und wo man sich fragt, hey, wieso hat das was mit Schmerzen zu tun? Warum reduzieren die Schmerzen? Heute geht es nämlich um Antikonvulsiva, also um Medikamente, die man normalerweise zur Behandlung von Epilepsie nimmt. Und ich werde dabei auf die drei häufigsten eingehen, nämlich erstens Carbamazepin, zweitens Gabapentin und drittens Pregabalin, Handelsname davon Lyrica. Wenn Sie eines dieser drei Medikamente nehmen, dann bleiben Sie dran und schauen sich dieses Video an. Herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie. Und natürlich geht es dabei auch ganz oft über oder um Schmerzmedikamente. Und oft berichten mir auch Patienten von Nebenwirkungen oder Problemen, die sie mit den Medikamenten haben, fragen, ob die Medikamente sinnvoll sind, ob sie andere nehmen sollten. Und dieser Beitrag jetzt geht einmal über die Medikamentengruppe der Antikonvulsiva, also Medikamente, die normalerweise zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt werden. Ganz typisch für diese Medikamente ist, dass sie oftmals mit anderen Schmerzmitteln kombiniert verwendet werden, mit typischen normalen Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Diclofenac oder auch kombiniert werden mit starken Schmerzmitteln, sogenannten Opiaten wie Tilidin, Tramadol, Fentanyl etc. Antikonvulsiva werden ganz typisch verwendet bei sogenannten neuropathischen Schmerzen. Was neuropathische Schmerzen sind, habe ich hier einmal in einem separaten Video erklärt, kann man hier einmal auf den Link klicken. Neuropathische Schmerzen sind Schmerzen, die entstehen aufgrund einer Schädigung von Nerven, von Neuronen. Und dafür werden gezielt Antikonvulsiva eingesetzt, also zum Beispiel bei einer Trigeminusneuralgie, bei Phantom-Stumpfschmerzen, also bei Amputierten, dann aber auch bei einer Post-Zoster-Neuralgie oder zum Beispiel auch bei einer diabetischen Polyneuropathie. Auch darüber habe ich einen separaten Beitrag. Gerne klicken Sie darauf, wenn Sie das einmal interessiert. Schauen wir uns nun einmal genauer die drei häufigsten Antikonvulsiva an, die verwendet werden bei chronischen Schmerzen. Ganz wichtig noch an dieser Stelle ist mir zu betonen, dass erstens es mir nicht um eine Wertung der Medikamente geht und zweitens auch nicht um eine Werbung, weder für noch gegen die Medikamente, sondern dafür oder darum, dass Sie sich eine informierte Meinung über diese Medikamente bilden können, weil oftmals versteht man vielleicht gar nicht, was man rechts und links liest, beziehungsweise man kann vielleicht auch nicht alles im Arztgespräch ansprechen und dafür soll Ihnen das jetzt dienen. Schauen wir uns nun einmal die Medikamente an. Dabei als erstes das Medikament Carbamazepin. Es wird typischerweise eingesetzt bei der sogenannten Trigeminusneuralgie. Das ist eine besondere Form des Gesichtsschmerzes. Es handelt sich um einen äußerst schmerzhaften Reizungszustand des fünften Hirnnervens, nämlich des sogenannten Nervus trigeminus. Daher auch die Namensgebung Trigeminusneuralgie. Wenn man sich dann einmal anschaut, das Medikament selbst wird individuell dosiert, also bei jedem Patienten im Prinzip anders. Zu Beginn der Behandlung wird der Arzt die Dosis langsam schrittweise steigern. Man spricht von einem Einschleichen, bis die erforderliche Dosis ermittelt ist. Also man beginnt nicht gleich sozusagen mit der vollen Dosis. Dies sollte bei niedriger dosierten Präparaten, zum Beispiel 150 Milligramm, geschehen. Und dann in geeigneten Dosierungsform umgestellt werden, also dann langsam auf 300, 400 oder 600 Milligramm hoch. Wichtig noch, bei Schmerzen des Gesichtsnerves, also bei dieser Trigeminusneuralgie, erhalten Erwachsene anfangs so 150 bis 400 Milligramm. Das kann aber gesteigert werden bis 900 Milligramm. Bei einer diabetischen Neuropathie, also einer anderen Erkrankung, da wird üblicherweise mit 400 bis 800 Milligramm begonnen oder behandelt und der Bedarf kann Maximum 1200 Milligramm sein, also viel stärker. Das also auch unterschiedlich nochmal, welche Art von Schmerz man hat. Deswegen ist es wichtig, das zu unterscheiden. Dann sieht man einmal die Nebenwirkungen. Ganz wichtig natürlich, besprechen Sie die mit Ihrem Arzt, lesen Sie auch die Packungsbeilage dazu. Sie sehen hier eine ganze Liste, die Liste ist relativ lang und das ist auch nur ein Auszug. Letztlich aber können die Nebenwirkungen natürlich individuell verschieden sein.
Wichtig ist auch, bei Schwangerschaft darauf zu achten. Es kann zu einem Abort, also zu einem Schwangerschaftsabbruch führen. Und auch die sogenannte Spina Bifida, also sozusagen der offene Rücken, sind als Folgeerscheinungen, wenn man Carbamazepin während der Schwangerschaft nimmt, bekannt. Besonderheiten noch in der letzten Spalte einmal. Da sehen Sie, Carbamazepin muss man aufpassen. Es hat bestimmte Wechselwirkungen, also Interaktionen mit anderen Medikamenten. Zum Beispiel, wenn man die Babypille nimmt und dass dann diese Medikamente anders oder nicht mehr gut wirken. Das muss man halt unbedingt wissen. Daher auch gerade wichtig, diese Medikamente ausführlich mit dem Arzt zu besprechen. Wie ich gesagt habe, gerade zu Beginn sehr sorgfältig sein. Erstens langsam einschleichen, wie gebracht an den Beispielen, und zweitens auf die Nebenwirkungen sehr stark achten. Das zweite Medikament ist Gabapentin. Gabapentin ist seit 2001 zur Schmerztherapie zugelassen. Verwendet man allgemein bei neuropathischen Schmerzen, also wie gesagt bei einer Postzosterneuralgie oder auch bei Amputationsschmerzen. Bei Gabapentin, da ist interessant, die Nebenwirkungsliste auch groß, sind etwas andere Nebenwirkungen im Vergleich zu Gabamazepin und ist im Vergleich etwas besser verträglich. So 25% entwickeln Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, 25-40% der Patienten auch einen Schwindel. Das ist schon eine sehr hohe Zahl und natürlich zu anderen Schmerzmitteln gegebenenfalls mehr stärkere Nebenwirkungen. Man muss aber auch sehen, dass es relativ potente Medikamente sind, die auch die Schmerzen relativ gut behandeln. Besonderheit noch, ja, zum einen, man gibt es nicht bei allen Epilepsieformen, das ist in diesem Zusammenhang jetzt nicht so wichtig, aber es ist das meist verschriebene Mittel bei neuropathischen Schmerzen. Ob das so richtig ist und ob das, auch sinnvoll ist, das mag man hinterfragen. Am Beispiel Gabapentin wird aber auch deutlich, wie Fehlinformation und Manipulation durch Pharmaunternehmen stattfinden kann. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens musste nämlich ein Pharmaunternehmen über 8000 interne Dokumente oder Seiten interner Dokumente veröffentlichen und bekannte sich illegaler Marketingmethoden schuldig und musste dafür über 400 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Was wurde nachgewiesen oder welche Manipulation hat das Pharmaunternehmen in Bezug auf Gabapentin gemacht? Erstens eine selektive Auswertung von Patientendaten. Dann zweitens fand eine nachträgliche Veränderung des Endpunktes statt, also so eine statistische Auswertung, welches Ziel überhaupt die Studie hatte. Dann gab es eine unangemessene positive Formulierung der Zusammenfassung, also wenn man sozusagen alles nur positiv darstellt. Und letztlich war auch die Autorschaft durch Ghostwriter, teilweise haben die Autoren gar nicht selber geschrieben oder andere haben mitgeschrieben. Also das war ein großes Gerichtsverfahren in den USA, das ist bekannt, kann man im Internet auch nochmal nachlesen. Das dritte Medikament ist Pregabalin, der Handelsname ist hier Lyrica, das ist seit 2004 zugelassen, auch bei neuropathischen Schmerzen, ganz typisch bei Amputationsschmerzen, man nimmt es aber auch bei Angststörungen. Auch hier kann man sich die Nebenwirkungen anschauen, die sind relativ gesehen ähnlich zu Gabapentin. Es ist in der Regel etwas besser verträglich als Gabapentin, aber hier ganz wichtig wieder individuell unterschiedlich und man kann da nicht von Patient zu Patient eins zu eins übertragen. Ganz wichtig ist, unbedingt ausschleichen. Wenn man Pregabalin aufhört, nicht abrupt aufhören, sondern langsam ausschleichen. Genau darauf achtet Ihr Arzt. Deswegen für Sie wichtig, nicht einfach urplötzlich aufhören. Denn dann kann es auch teils zu starken Entzugserscheinungen kommen. Pregabalin hat eine längere Wirkung als Gabapentin und auch noch ganz interessant, es gehört zu den Top 15 der patentgeschützten Medikamente im Umsatz und hat vor einigen Jahren knapp über 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, auch ein rasantes Wachstum aufgewiesen. Ganz interessant auch noch zu Pregabalin, ganz aktuelle Studie oder eine US-Studie von US-Forschern. Und da zeigt sich auch letztlich, wie schnell politische Veränderungen oder Maßnahmen einen Effekt haben können. Denn jetzt 2017 durch den Regierungswechsel in den USA gab es neue Gesetze, die Unternehmen dazu aufrufen oder verpflichten,
klinische Studien, also Materialien, Statistiken mehr oder stärker zu veröffentlichen. Und das hat dazu geführt, dass einige Pharmaunternehmen Studien, die sie vielleicht schon länger in der Schublade hatten, aber die keine positiven Ergebnisse hatten, jetzt noch nachträglich veröffentlicht haben. Und da sieht man, dass auf einmal Pregabalin bei zum Beispiel einer diabetischen Polyneuropathie gar nicht so positive Effekte hat, wie es vielleicht die bisher nur positiv veröffentlichten Studien gezeigt haben. Und das ist auch noch ganz spannend, mal zu sehen, was da vielleicht noch auf uns zukommt. Es stellt sich halt die Frage, sind diese Medikamente so erfolgsversprechend und gut, wie es sich vielleicht am Anfang oder in den letzten Jahren angedeutet hatte. Wie gesagt, sie werden sehr oft verschrieben. Dies war einmal ein Medikamentencheck zu den Antikonvulsiva Carbamazepin, Gabapentin und Pregabalin. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um das Thema Schmerz, über Krankheiten, über Schmerz, aber auch über Medikamentenchecks, Aufklärungsthemen, die ich in diesem Kanal bringe. Und für Meinungen und Kommentare hierzu direkt unter das Video. Und ich freue mich, Ihnen diese zu beantworten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.